Asthma ist eine chronische Lungenerkrankung, die Millionen von Menschen weltweit betrifft. Die Symptome reichen von Atemnot und Engegefühl in der Brust bis hin zu Entzündungen und Keuchen. Aber wusstest du, dass deine Ernährung einen erheblichen Einfluss auf deine Asthma-Symptome haben kann? Heute werden wir genau darüber sprechen. Wir werden die besten und schlechtesten Lebensmittel für Asthmatiker vorstellen und erklären, warum sie sich so auf deine Symptome auswirken. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Nummer 1. Die besten Lebensmittel für Asthmatiker. Es gibt viele Lebensmittel, die Asthmasymptome lindern können, dank ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften und der Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, die sie enthalten. Dazu gehören Obst und Gemüse wie Äpfel, Zitrusfrüchte, Blattgemüse und Tomaten. Auch Hülsenfrüchte, Kurkuma, Ingwer, Lachs und Leinsamen können hilfreich sein. Diese Lebensmittel können dazu beitragen, Entzündungen in deinem Körper zu reduzieren und deine allgemeine Gesundheit zu verbessern. Also, warum nicht mehr davon in deine Ernährung einbauen? Nummer 2. Die schlechtesten Lebensmittel für Asthmatiker. Leider gibt es auch einige Lebensmittel, die Asthmasymptome verschlimmern können. Dazu gehören Fastfood, Transfette, Omega-6-Fettsäuren und Lebensmittel, die reich an Sulfiten sind, wie getrocknetes Obst und Gemüse, Essig, eingelegtes Obst und Gemüse, Schalentiere und alkoholische Getränke. Auch verarbeitetes Fleisch und Milchprodukte können problematisch sein. Diese Lebensmittel können Entzündungen in deinem Körper erhöhen und deine Atemwege reizen, was zu Atembeschwerden führen kann. Es ist also eine gute Idee, diese Lebensmittel zu meiden, wenn du an Asthma leidest. Nummer 3. Die Rolle der Ernährung bei Asthma. Es ist wichtig zu verstehen, dass deine Ernährung nur ein Teil des Puzzles ist, wenn es um Asthma geht. Andere Faktoren wie Luftverschmutzung, Tabakrauch, unsanitäre Lebensbedingungen, Allergene und die berufliche Exposition gegenüber Staub und Chemikalien können ebenfalls eine Rolle spielen. Aber indem du gesunde Ernährungsentscheidungen triffst und entzündungsfördernde Lebensmittel meidest, kannst du einen großen Beitrag zur Kontrolle deiner Asthmasymptome leisten. Nummer 4. Mediterrane und pflanzliche Ernährung bei Asthma. Wissenschaftler glauben, dass die mediterrane Ernährung und eine pflanzenbasierte Ernährung besonders vorteilhaft für Asthmatiker sein können. Die mediterrane Ernährung betont den Verzehr von Obst, Gemüse, Fisch und Vollkornprodukten, während eine pflanzenbasierte Ernährung reich an Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Getreide ist. Beide Diäten können dazu beitragen, Entzündungen zu reduzieren und die Lungenfunktion zu verbessern. Was denkst du über die Rolle der Ernährung bei Asthma? Hast du bestimmte Lebensmittel, die dir helfen, deine Symptome zu kontrollieren? Oder gibt es Lebensmittel, die du meidest, weil sie deine Symptome verschlimmern? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren mit uns, lass ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft auch garantiert keines unserer informativen Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal und noch einen wundervollen Tag!